Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hätte niemals geglaubt, dass ich in die Situation komme, als Linke das Gesetz zum Mindestlohn verteidigen zu müssen. Klar ist, der Mindestlohn ist eingeführt, basta. Man hat den Eindruck, dass das so manchen Vertreter der Wirtschaft und des Handwerks, aber auch insbesondere der Abgeordneten von CDU, CSU erst jetzt so richtig klar wird. Der Mindestlohn ist ein Meilenstein, und obwohl er zu niedrig ist, ist er eine echte Verbesserung für viele Menschen in diesem Land. Eigentlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Regierungskoalition, jetzt müsste Party sein. Sie müssten die Stimmung nach vorne bringen. Die Menschen müssten sagen, ey, klasse, was wir da gemacht haben. Und was ist? Nichts ist passiert. Ständig hört man von Seiten der Bundesregierung nur Jammern und Klagen. Jammer, 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 jammer. Und jeden Tag wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben, Frau Vosbeck-Kaiser. Nicht von uns, nicht von uns, nicht wir sind die Miesepeter, sondern Sie sind die Miesepeter in dem Zusammenhang. Daran sind Sie selbst schuld. Die Regierungskoalition hat es sich von Anfang an richtig schwer gemacht. Bei den Koalitionsgesprächen hat die SPD das Ja zur CDU von der Einführung des Mindestlohns abhängig gemacht. Okay, dafür müssen Sie jetzt die gesetzliche Tarifeinheit mittragen und sich dazu bekennen. Dass der wichtige Mindestlohn für ein so faules Tauschgeschäft herhalten muss, ist mir unbegreiflich. Leider hat die SPD dann zugelassen, dass der Mindestlohn nicht für alle gilt. Die Zahl der Menschen, die vom Mindestlohn profitieren, wurde um Stückchen für Stückchen kleiner. Jugendliche unter 18 raus, Praktikanten raus, Langzeitarbeitslose raus. Von anfangs 5 Millionen Menschen, die davon profitierten sollten, sind jetzt noch 3,7 Millionen Menschen übrig geblieben. Das darf nicht so bleiben. Das war ein echter Fehler. Die Debatte für die festgelegte Dokumentationspflicht von Arbeitszeit setzt dem Ganzen noch eine Krone obendrauf. Arbeitgeberverbände, die teilweise niemand im Mindestlohn beschäftigt haben und wo das überhaupt kein Problem ist, weil sie das schon über Jahre hinweg gemacht haben, schreiten jetzt ein zu einem CETA und Mordio und reden das die ganze Sache schlecht, schlecht, schlecht. Und wieder ist es die CDU, die dieses CETA aufgreift und Änderung vom Mindestlohngesetz einfordert. Keine 10 Wochen ist das her seit der Einführung. Das ist kein ideologischer Reflex gewesen, das hat Methode. Meine Damen und Herren von der CDU/CSU, seien Sie mal ehrlich, man kriegt den Eindruck, Sie wollten den Mindestlohn eigentlich gar nicht. Und meine Damen und Herren von der SPD, es bringt Ihnen keinen Prozentpunkt in den Umfragen mehr, wenn Sie dazu kommen sollten, einzuknicken, gerade beim Mindestlohn, was im Grunde so eine wichtige Geschichte ist. Den Menschen draußen nutzt ein schlecht gemachter Mindestlohn nichts. Die Beschäftigten brauchen ein Gesetz, das Rechtssicherheit schafft und bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche unterstützt. Der Mindestlohn ist viel zu wichtig, um immer wieder als Verhandlungsmasse herhalten zu müssen. Die guten Vorschläge der Linken sind: eine klare Definition von Mindestlohn gehört, was dazugehört und was nicht. Das ist super wichtig. Mindestlohn ist Stundenlohn und das ohne Zuschläge. Keine Verrechnung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, keine Verrechnung von Sachleistungen, Provisionen oder Boni oder Ähnlichem. Klare Definition von ehrenamtlicher Tätigkeit, weil auch das könnte ein Einfalltor sein. Das hat sich die Linke zur Aufgabe gemacht, und daran werden wir weiterarbeiten und werden wir noch 10-mal hier drüber reden. Vielen Dank. Nächsten Redner teilt das Wort dem Abgeordneten Markus Paschke, SPD-Fraktion.